Hallo, meine Damen und Herren, wir spielen The Black Death in der Ersteindrucksreihe. Die Entwickler waren so nett und haben mir einen Key zugeschustert. Und ich dachte, dann mache ich doch mal ein Let's Play. Ich hatte es eh bei mir auf der Wunschliste und wollte es mir mal angucken. Und das werden wir auch tun. Steam schreibt zu The Black Death: Die Pest hat im Europa des 14. Jahrhunderts eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Die Überlebenden müssen sich mit Krankheiten, knappen Ressourcen und einem Land voller Banditen herumschlagen. Kämpfe um seltene Ressourcen und erlerne neue Handwerkstechniken, aber geh vor allem der Pest aus dem Weg. Review-technisch sieht es so aus: Bei allen Reviews ausgeglichene Wertungen, hat 1118 Bewertungen, wurde 2016 in Anführungszeichen veröffentlicht, ist noch in der Early Access. Ganz wichtig: Entwicklerstudio ist Siren Studios Small Impact Games. Ich habe mal geguckt, was sie so entwickelt haben. Ich habe nichts von denen bisher gespielt. Deswegen müssen wir mal auschecken, was da geht. Publisher ist Greenman Gaming. Sollte dem einen oder anderen von euch bekannt sein. Und ja, das waren mal die Randnotizen dazu. So beginnt das Spiel. Wie üblich spiele ich es blind, habe noch gar nichts im Spiel gemacht. Keine Einstellungen, nichts setzen können. Wir sind hier gelandet. Und hier, sie sind ungepflegt, dürr und haben nichts, keinen Pfennig zu ihrem Namen. Sie tun, was hier nötig ist, um zu überleben, betteln, stehlen, kämpfen. Entspricht fast auch meinem Lebenswandel. Haben wir noch irgendwie eine andere Möglichkeit, da was zu machen? Nö. In der Lage, Menschen für Gold zu betteln. Okay, also die deutsche Übersetzung ist noch nicht so unbedingt das Gelbe vom Ei. Aber wie gesagt, es ist. Oh, jetzt habe ich es ausgewählt. Kann ich auch modifizieren? Sehr gut. Es ist noch eine Early Access. Was ist das? Ja, kein Mouse-Over, nix. Keine Info, dann gucken wir mal. Also Geschlecht. Das Geschlecht wechseln. Ah, da sehen wir, da machen sie dann jedes Mal random. Wie geile Friesen. Das sah gerade aus wie ein Kumpel von mir. Der nicht. Okay, dann nehmen wir als Ausgangsbasis. Gucken wir uns ganz kurz die Haare an. Passt. Wir gehen mal kurz durch die Gesichter. Der sieht schon aus, als ob er schon im Endstadium der Pest wäre. Ja, nehmen wir so. Hier kann ich noch nichts einstellen. Hunger, Durst, hungrig, Durst, weniger schnell. So, checken wir mal die Einstellungen. Unten sehen wir auch Early Access Version 029. Oh, ich kann gar keine Einstellungen. Okay. Wir können nur spielen einfach. Okay. Okay, dreckiges Wasser zu trinken, löscht zwar unseren Durst, könnte uns aber krank machen. Lehrling Doktor, Baumwolle aus einem Baumwollbusch in der Wildnis sammeln. Guck mal, ob ich jetzt Einstellungen setzen kann. Jetzt geht es. So, Motion Blur, V-Sync, Schatten, Epos. Okay, machen wir mal Vollbild raus. Sich bewerben. Ich will mich nicht bewerben, aber. So, Einstellungen angewendet. Jo, ändert nichts. Also, ich hatte eh schon auf Vollbild. Wenn ich per Alt-Tab rausgehe. Ah. Okay, das ist auch witzig. Also Vollbild ist hier nicht Vollbild. Vollbild ist rahmenloses Vollbild. Wenn ihr Vollbild abhakt, dann ist es richtiges Vollbild, weil dann sperrt es die Maus im Fenster. So, ich hoffe, das war verwirrend genug. Musik 100%. Auswirkungen 100%. Benutzeroberfläche, okay. Spieleinstellungen, hier haben wir es. Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Russisch, Polnisch, Italienisch. Wenn Sie Fehler in den Übersetzungen, bitte lassen Sie uns sehen. Nee, da wäre ich dauerhaft beschäftigt.
Oh nein, ich mache mich natürlich nicht lustig über das Spiel, aber es ist natürlich witzig, wenn ein Spiel gerade noch in so einer Version ist. Jetzt haben wir 035, vorhin war es 029. Auch geil. Das aktualisiert sich in Echtzeit. So. Bewege dich rückwärts. So, interagieren, Interaktion abbrechen. Springen passt. Ducken C. Warum immer ducken C? Warum ducken nicht auf STRG? Ist sogar gereimt. Machen wir gleich mal hier. Ducken. Ich kann es nicht ändern. Okay. First, third person. Person. Y. Erster, zweiter, dritter Angriff. Vierter Angriff. Emote. Schnittstelle ausblenden. Also hat wahrscheinlich. Gildenfenster, Karte. Inventar und alles nehmen. Warum auf T? Warum nicht auf F? Warum muss man Finger 5 cm nach rechts statt nur 3 cm? Server-Admin-Menü. Okay. Gehen wir mal zurück. Das ist Server-Admin-Menü. Ich habe kein Server-Passwort. Kartencheck. Also man sieht, das ist noch nicht alles übersetzt, das ist aber nicht wild. So. Reaper's Rest, Freeman's Port, Raven's Reach, The Black Gate, da sind wir angekommen. Duffer's Ruins, Birk Fort. Weltereignisse, letzter Todesort, Land, Bezahl, Stadt, Earl. Hier haben wir einen Amboss, Wasserquelle, okay. Legende. Mal einen ausstellen, Häusli rein, Häusli raus. Und wir können auch reinzoomen. Okay. Jo, dann legen wir mal einfach los. Gucken wir ganz kurz die Third Person an. Ah, rechte Maustaste ist blocken. Links, rechts, Jab. Bam, bam. So, Maustaste 4. Und ja, Mausrad reindrücken macht da gerade nichts. So, der arme Kerl. Er soll sich nicht kämpfen. Ich weiß nicht, ob ich schon was kaufen kann. Ich bin Bettler. Ich hab nix. Arena. Ah, eine kleine Arena, wo man testen kann. Okay. Das sind drei Seiten. So, wir sind Mercia BD London 04. Homestead. Hier wurden wir geboren. Unsere Eltern wurden durch die Pest dahin gerafft. Wir sind ein Überlebender. Es gibt hier nicht mehr viel, aber zumindest können wir es unser Zuhause nennen. Und die weiten Lande. Gerüchte sprechen von einem weiten, entfernten Land. Vielleicht können wir eines Tages dahin reisen. Okay. Wir gehen mal in die Arena. Ich glaube, ich habe mal vor Monaten mir mal Gameplays zu Black Death angeguckt. Und dann hat mir der Kampf nicht so gut gefallen. Und habe dann gesagt, nee, mag ich nicht. So, in der Arena gibt es auch einen Gemüsehändler. Oh, sorry. Bricht nicht mit mir. Kann ich die Äpfel klauen? Nee. 185 XP fürs Betreten. Hier ist der Galgen. Da ist die Arena. Der ist auch krank. Gleich wegbleiben. So, leichter Gladiator. Oh, geil. Wenn ich E drücke... Kommt nicht an die Glocke. Warum nicht? Ah, ist er schon da, da? Der sieht ja aus wie ein Henker. Ah, da. Oh. Erstmal taktieren, er hat ja eine Waffe, ich nicht. Okay, blutige Sau. Ich hoffe, er hat nicht die Pest. Ich glaube, ich habe einen Schwinger gemacht. Ja, in der... Ja, genau, also in der First Person sieht man das nicht, wenn er Schwinger macht. Da sieht man nur so dieses... Schwinger-Nachhall. Ja, das ist das Siebmal, ne? Kampfsystem ist... Ich sag mal, verbesserungswürdig. Er schlagt doch zu. Autsch.
Also ist halt auch gemein. Also wir haben keine Waffe, nix. Das hat uns gleich. Geh weg. Ja, das war der Schlag des ultimativen Klonens. Okay. Den schweren Gladiator versuchen wir gar nicht erst, wenn es hier einen gibt. Ja, schwerer Gladiator am Abend auf der Heidi, das machen wir nicht. Peasant Maris. Wir könnten mit ihm sprechen, wenn er sprechen wollte. Okay. Aber mal gucken, wie das ist, wenn wir richtige Waffen oder sowas haben, sofern wir es so weit spielen. So. Ein Grund, warum die auch Keys verteilt haben, das haben sie auch ganz offen geschrieben, ist, dass sie die Aufmerksamkeit ein wenig auch auf Black Death lenken wollten. Na, ihr wisst, ich werde nicht bezahlt. Und wir machen uns natürlich jetzt auch nicht lustig über das Spiel, also wir bashen auch nicht, aber natürlich, wenn irgendwas kurios ist, werden wir uns da natürlich auch das Lachen nicht verkneifen. Zum Lachen gehen wir auf gar keinen Fall in den Keller. Also rein grafisch, wollt ihr mich verarschen? Ich gehe in eine Trainingsarena und bin jetzt im Sack. Das ist keine Trainingsarena. Das war kein Sparring. Das war Fight Club. Und nicht mal das, was wir bekommen. So ein Fisch, ja. Okay. Genau, optisch wirkt sie gar nicht schlecht. Formstechnisch habe ich auch erstmal kein Problem, ist alles auf Epos. Und übersetzungstechnisch sehen wir ja, ist natürlich noch, da muss noch einiges getan werden. So, da haben wir den Oberchief hier. Ja, ein weiterer Pestdoktor kommt hier rüber. Ich bin Bettler, aber gut. Wir vor Arbeit gucken? Ja, wir gucken nach Arbeit, auf jeden Fall. Wir brauchen Arbeit. Okay, wir sollen investigieren. Nachforschen. So, oben haben wir aber Lehrling Doktor. Also vielleicht sollen wir sogar ein Doktor werden. Kann natürlich auch sein. Ja, ich weiß nicht, ob das als Diebstahl gilt. Wir nehmen es mal. Du hast nichts gesehen. Checken wir mal kurz unser Inventar. Ah, wir haben hier einen Knüppel. Knochenknüppel. So, aber wir... Warum habe ich das rechts und hier... Ah, das links sind Rezepte. Genau, also ist auch ein Survival-Game mit den Tags Early Access, Survival, Mittelalter und Open World betitelt. Ich will es nicht fallen lassen. Wie muss ich das jetzt echt per Drag and Drop? Muss ich das... Wie kann ich es ausrüsten? Das Ding ist, wenn man sieht, rechts geht die Beschreibung raus. Okay, keine Ahnung. Ich probiere es nochmal. Fallen lassen will ich es nicht. Ich will es irgendwo hinnehmen. Hände geht es nicht. Auf die 2 geht es nicht. So fallen lassen. Ich kann es nicht ausrüsten. Warum nicht? Wieso? Dann aber Fertigkeiten. Das wird natürlich auch nicht gehen. Nee. Hier mal Schild. Geht auch nicht. Beutel. Geht auch nicht. Munition. Geht auch nicht. Okay. Komm ich mal kreuzweise. Oben links steht Boss Bandit King. Noch ein Bettler. Wir sind selber Bettler. Irgendwas angezeigt? Nein. So, aber vielleicht gibt es einen Questlog. Ah, wir können hier die Emotes auswählen. Hände hoch, folgen, halt, Beleidigung, klatschen, lachen, abbrechen. Hallo.
Ich glaube, es ist für Multiplayer, aber ich probiere es trotzdem mal. Okay, wir sollen Abstand halten und wir sollen unsere Waffe stecken lassen. Naja, ich sehe doch eigentlich recht vertrauenswürdig aus. Jo, der hat einige Waren für uns, die wir uns alle nicht leisten können. Wir sind arm. Das ist ein Pestdoktor. Ob wir Heilung brauchen? Nö. Wir wurden nur vermöbelt. Von einem leichten Gladiator. In einer Arena, die als Trainingsarena deklariert worden ist. Wo bin ich eigentlich? Hier. Wo muss ich hin? Hier hin. Ernsthaft? Das ist voll der weite Weg. Aber gut, dann brauchen wir noch Heilung. Ich hoffe, das ist umsonst. Nö, nichts umsonst. Robuste Chirurgie. Können wir uns echt zum Doktor aufschwingen und dann die Leute operieren? Durstlöschend. Kaufen wir. Ich glaube, Wasser ist immer gut. Okay. So, zwecks Immersion, gehen wir hier rein. Hier unten stehen zwei Zwillinge. Okay, wir sollen wegbleiben. Die Pest ist überall. Hey, die sehen genauso aus. Das sind Vierlinge. Niki, Ricky, Dicky und Dawn. Klamotten, Klamotskis. Nichts, was ich mir kaufen kann. Oder will. Suppe. Stimmt mit dem Regen, ist keiner. Zerbrechen? Probier's aber, ich treibe einfach Schabernack. Ja, wenn ich das hölzerne Messer ausrüsten könnte, dann wäre das vielleicht einfacher. Lass mal fallen. Das hatte ich befürchtet. Das ist weg. Und ich bin wieder allein. Na gut. Ich konnte es eh nicht ausrüsten. Oh. Da wäre ich schon krank nur beim Hören. Ah, das war unser Zuhause. Mama und Papa. So, der Heretiker. Kann ich das lesen? Kann ich das verkaufen, benutzen? So, von Cynibar Blackheart. Lord der Black Mist Marshes. Oh, Jesus. Ja, ich... Wir lesen das später. So, wie kommen wir denn aus diesem vermaledeiten Ort raus? Das Ding ist ja auch markiert. Infizierter Körper. Oh, was ist das denn? Das ist ja wohl die buschigste Ratte, die ich je gesehen habe. Nur Doktoren können Dissektionen durchführen. Geil. Ich will auch zum Doktor werden. Du siehst vertrauensselig aus. Er sagt, fass mich nicht an oder ich bring dich aus der Stellung. Sehr freundliches Volk hier. Ich fühle mich sehr wohl. Wir verlassen mal Freeman's Port. Ich glaube, dem Weg folgen ist hier besser. So ein Mini-Friedhof. Also ich glaube, wenn man hier wohnt... Dann gute Nacht. Aber die Mieten sind günstig. Letzte Begrüßung für Neuankömmlinge. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Aufenthalt in den Black Mist Marshes. Ja, feindliches Territorium.
Das ist Land, das jemand beansprucht hat. Da oben ist noch ein Gehöft. Jetzt gucken wir erstmal bei den Kollegen hier. War ja klar. Bettlerbandit. Komm schon. Ja, zum Glück mit dem Gladiator trainiert. Boah. Wie kann ich denn beleidigen? So, dein Mittelfinger. Ja gut, der Schwinger, der trifft nicht. Der trifft einfach nicht. Ja, schnelle Fäuste, also. Der Wing Zoom Master. So, was hast du davon hier? Wir haben auch einen Bettlerbandit. Habe ich jetzt aber beschlossen. Es wird doch zu viel Spaß, hier zu vermöbeln. Noch einer. Sieht ein bisschen aus wie ein Kumpel von mir. Es tut mir weh, jetzt ihn verprügeln zu müssen. Nicht gut, glaube ich. Und er hat nichts. Na super, hat sich natürlich überhaupt nicht gelohnt. Was war das? Ich habe es einfach mal das Symbol angeklickt. Okay, ich kann auch nichts ändern. Wir sind alle gesperrt, Doktor. Warum nicht? Artisane. Ah, hier. 5 Skillpunkte in Artist Chain. Hier. 5 Skillpunkte in Medical. Ah, I see. Was werden wir hier? Da werden wir der Chefkoch. So können wir der Chefkoch werden. Okay, da sind wir erstmal der Bettler. Ah. Je comprends. Yeah, schmutziges Wasser. Haben wir mal getrunken. Wir haben Punkte zu vergeben. So. Ja, Survival. Jäger, da habe ich Bock drauf. Ah, das ist, was, damit können wir Dinge herstellen. Nein. Hier, Bandit. Farmen, kochen. Hallo? Hat uns da jemand angegriffen? Der unsichtbare Mann? Ja, die Sonne geht auf, das ist echt schön. Kann man eigentlich sein Lager einnehmen, oder? Wäre eigentlich ganz praktisch. Was ist das? Crafting-Zutat. Okay. Ich glaube, wir trinken mal ein bisschen Wasser. So, wie komme ich jetzt wieder zu den Skillpunkten hier? Über einen Punkt für die Attribute. Ja, Wattetupfer ist übersetzt. So ein schwieriges Wort, das ist übersetzt. Oh, geil. Okay, 3 Punkte haben wir. Jo. Schauen wir mal. Also ich werde mir das noch ein Weilchen angucken. Das ist auf jeden Fall... Aber man merkt natürlich ganz stark, also das hat Alpha-Status. Das ist noch weit entfernt von irgendwas, was an der Beta gleichkommt. Early Access ist ja echt immer nur so ein schwammiger Begriff. Das kann alles sein von Alpha, Beta bis eigentlich quasi fertig. Das hier ist eher Alpha, erinnert mich ganz stark an die Zeiten von DayZ. Anfangszeiten von DayZ, vielleicht ein bisschen besser als die Anfangszeiten von DayZ. Und jo, das hier hat natürlich ganz starke Survival-Elemente, damit das heißt, ihr könnt auch damit rechnen, dass hier nicht viele, wenn überhaupt noch weitere Episoden kommen werden. Ich werde es definitiv so noch ein bisschen spielen, einfach mal zu gucken, dem Spiel auch mal eine Chance zu geben, zu sehen,
Was geht denn hier? Gibt es hier vielleicht Bestandteile, Punkte, die ich noch gar nicht so erfassen kann? Das ist bestimmt auch der Fall, oder die dann auch vielleicht sehr gut sind. Und ja, das ist The Black Death gewesen. Einmal mal Ersteindruck, man merkt ganz stark noch Early Access. Läuft jetzt halt schon seit 2 Jahren, fast 3 Jahren. Und ja, da muss sich jeder natürlich erstmal überlegen, okay, geht da das Risiko ein? Meiner Einschätzung nach eher erstmal nicht. Wobei, wenn man jetzt nicht unbedingt so den Fokus auch auf Kämpfen mitunter eben hat und dann vielleicht dann doch eher auf Survival, Crafting und Co. dann fixiert ist, dann könnte ich mir natürlich vorstellen, dass man da weitaus mehr Spaß mit hat. Ich hau mich erstmal raus. Besten Dank fürs Reinschalten.